Hallo und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir haben unsere zweite Etage angefangen und die ist grandios. Ich finde die super, vor allem auch mit der Raumaufteilung. Und jetzt wollen wir oben die Zimmer einrichten. Dazu schnappen wir uns einmal aus der unteren Etage, das wird jetzt kniffelig, hier einmal das ganze Szeneriegebilde. Kopieren uns das nach oben, kommt mal mit. Oh Gott, das ist jetzt. Wo ist es oben? Wann sind wir oben? Ich sehe nichts. So, da sind wir oben. Jetzt müssen wir das hier nur auf die richtige Höhe bringen. Ich weiß halt nicht, was die richtige Höhe ist. Sah eigentlich schon sehr gut aus von den Möbeln her, ne? Ich denke mal, das ist die richtige Höhe. Passt auch mit dem Vorhang. Ja, die Tür zum Bad schwebt ein bisschen, aber ich glaube, das ist noch zu verkraften. Ja, dann würde ich sagen, platzieren wir unsere erste Raumdekoration. Die können wir zum Glück hier oben bei den meisten Räumen auch einfach wieder kopieren, rüberziehen. Und damit haben wir die Räume dann fertig. Oh, nochmal. Schon praktisch, dass wir das so als Szeneriegebilde gespeichert haben. Und in ein paar Räumen, ja, da müssen wir dann leider ein bisschen fruckeln und die Räume neu einrichten. Aber das kriegen wir, denke ich, schnell hin. So. Nächste Zimmer. So, dass man die Tür noch sieht. Man sieht den Fernseher noch sehr gut. Aber ich finde, unser Hotel kann sich echt sehen lassen. Wer möchte da denn keinen Urlaub machen? So. Perfekt. Haben wir die Zimmer schon mal eingerichtet. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Bissinit ist schon wieder kaputt. Hör mal, ich kriege mit diesem Fahrgeschäft wirklich, wirklich, ja, Nerven hier, ne? Es ist mal wieder eine Wartung fällig. Ich möchte sie ungern abreißen, ne? Aber sie hat das Classic-Level erreicht. Prestige-Bonus auf 110. Ist aber halt ständig kaputt. Ist noch nicht mal fertig dekoriert, ne? Das ist das Schlimmste daran. Wir haben sie noch nicht mal fertig gebaut und sie ist schon alt. Aber hier fehlt mir einfach die Inspiration für diesen Weltallraum. Das ist schwierig. Deswegen haben wir uns ja auch mit dem nächsten Themenbereich schon mal beschäftigt. Ach ja. Müssten wir auch mal fertig machen. Ich weiß, ich weiß. So, Winkelding ist an. Ziehen wir einmal hier rüber. So, dass das hier mit der Tür passt. Dem Bild an der Wand. Die Sachen passen an die Wand. Sehr gut. Haben wir es ja schon. Nein, nicht das Hotel. Ich möchte bitte diesen Raum. Dankeschön. So, die Tür sieht man, Fernseher sieht man. Next. Die Tür, komm bitte raus. Okay, dann haben wir die Zimmer. Das können wir mehr oder, ja, das können wir nicht baugleich machen. Da müssen wir auf jeden Fall selber basteln. Hier müssen wir selber basteln und hier, aber die drei können wir auch noch hier mit bearbeiten. So.
Tür, das Bild, der Fernseher, alles vorhanden. Und das letzte Zimmer. Na, die Tür sieht man noch nicht unten. Sehr schön. Gut, dann haben wir die Zimmer auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt geht es um die kleineren Zimmer hier in der Mitte. Ja, das Zimmer hier tut mir so ein bisschen leid, ne? Kein Fenster, keine Tür. Ja, eine Tür wird es ja bekommen. Entweder machen wir hier. Machen wir das ganz weg? Machen wir das ganz weg? Ich weiß es noch nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Richten wir erstmal die anderen Zimmer ein. So. Wir kopieren uns aus den anderen Zimmern die Gegenstände. Ach. Das ist die Frage. Wenn ich so mache, dann habe ich das komplette Zimmer. Wir müssten also den Raum bearbeiten, um die Elemente rüber zu kopieren. Aber auch hier gegenüber die Tür oder eher gegenüber von dem Bad. Das macht eigentlich mehr Sinn, ne? Dass wir hier Platz und Raum haben. Also wäre hier die Tür. Warum verschiebt ihr euch jetzt so? Das wäre dann da. Ja, gegenüber von dem Raum ist doch eigentlich auch völlig in Ordnung. Dann brauchen wir eine Badezimmertür. Und dahin. Nicht an das Zimmer. Müssen wir das kopieren? Nee, ne? Doch da könnte man das hin. Nee, könnte man nicht. Gut, dann ist es. Dann ist es auch egal. Ja, jetzt kommt der Spaß hier wieder. Unsere Bettkonstruktion. Müssen wir jetzt fummeln, damit wir den weißen Block kriegen. Sehr gut. Den Rest können wir ganz einfach kopieren. Ich möchte hier das Bettgestell. Sofa. Unsere Marshmallow-Kissen. Das wäre das Bett. Wo stellen wir das denn jetzt hin? Hier wäre eigentlich ganz schön, ne? Hier war das. Noch ein bisschen rüber. Könnte da der Fernseher hin? Weil das kann hier ja ruhig ein bisschen kuschelig sein an der Wand, ne? So. Ich glaube, das geht ganz gut. Dann brauchen wir die Konsole hier mit dem Fernseher. So. Ja, sehr schön. Ist nur die Frage, wo können wir hier den Schreibtisch platzieren? Vielleicht hier vor dem Fenster wäre eine Möglichkeit. Nehmen wir erstmal das mit. Als Raumtrenner hätte da auch was, ne? Man so machen.
Nee, gar nicht so schlecht. Man könnte das Bild hier an die Wand. Ach, komm, er geht direkt schon so dahin. So, was haben wir noch? Die Pflanze. Von mir aus dahin. Und jetzt noch den Vorhang. Der ja dann auch wieder hier vors Fenster muss. Nein, bitte einmal drehen. Da sind wir doch am Fenster angekommen. So, noch ein Stück nach draußen, bis man die Bubbel zieht. Dann nach unten, bis der am Boden ist. Ja, perfekt. Ja, das ist doch gut. Dann hätten wir das Zimmer auch eingerichtet. Jetzt brauchen wir hier natürlich überall noch die Toiletten und so, aber das kommt dann gleich. Machen wir hier weiter. In dem Zimmer. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Schreibtisch könnte da an die Wand. Habe ich die Lampe? Ich glaube, ja. So vielleicht. Dann brauchen wir das Einzelbett, was wir mal hier hinten gestaltet haben. Genau, da ist es. Wo ist das Bett? Eine eigene Szeneriegruppe? Nee, irgendwie nicht, ne? So, es wird jetzt lustig. Wir brauchen den Pott. Wir brauchen den... Genau, die Dinger brauchen wir. Haben wir da drei von benutzt? Okay. Oh. Das ist ja ein Traum hier. Nee, ich möchte... So. Jetzt haben wir die drei. Sehr gut. Dann brauchen wir das Ding, die Kissen und den Pflanzbottich, in dem die sich alle befinden. Hallo, nicht das Gebäude. Ich möchte den Pflanzpott. Kriege ich den denn jetzt nicht? Oder gehört der zu dem Gebäude? Das kann natürlich auch sein. Das wäre jetzt ein bisschen belastend. Nehmen wir euch erstmal mit. Das ist das Einzelzimmer hier. Okay, ich sehe gerade Probleme auf uns zukommen. Wir müssten das Bett wahrscheinlich... eher dahin stellen. Ich lasse dich mal hier oben schweben, ja? Das hier muss noch mal weichen. Vielleicht dann doch eher an die Wand. So. Jetzt brauchen wir hier so einen Pott. Ja, genau. Da wollte ich den platzieren. Genau so spielen. So.
Einmal nach hier unten auf dem Boden, bitte. Könntest du hier Sachen auswählen, Spiel? So, also heute willst du mich echt ärgern. So, haben wir alle drei? Ja. Können wir euch jetzt nämlich da reinsetzen? Weil hier muss halt die Hälfte von den Bauteilen in der Wand leider verschwinden. Damit das mit dem Bett funktioniert. So. Weiß, es ist nicht das schönste und beste Bett hier, aber. Man erkennt, was es sein soll. So. Gut. Hätten wir das? Was fehlt jetzt noch in dem Zimmer? Der Fernseher. Weil ich am Überlegen bin, dieses Element zu entfernen. Damit sowas hier reinpasst. Ja. Ah, verschluckt. An der eigenen Spucke. Das ist ja grandios. Wir hatten doch hier, genau, einen Einzelsessel. Du gehörst auch wieder zum Gebäude, ne? Wo sind die Zimmer? Da. Ist halt eng, ist halt ein Einzelzimmer. So, aber ich möchte dich vom Gebäude trennen. Und dann machen wir jetzt hier raus. Ach nee, uns fehlen ja noch die. Haha, warte, uns fehlen dann noch die Türen. Uns fehlen noch die Türen. So. Die Tür noch. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? So. Ich muss ich auch dann einmal vom Gebäude trennen. Gut. Sollen wir das natürlich alles in einer riesigen Szeneriegruppe? Das ist nicht erfreulich. Wir machen mal. So, ich möchte nur die Sachen aus diesem Raum jetzt in einer Szeneriegruppe haben, um die für die anderen Zimmer halt einfach rüber kopieren zu können. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon. Oh ja, das geht als ein Gesamtkomplex-Ding. Ihr gehört wahrscheinlich. Ja, ihr gehört dazu. Müssen wir das da auch nochmal anders regeln? Das Bett können wir aber uns schon mal schnappen. Sehr gut. Dann ist das schon mal eine Szeneriegruppe. Und dann müssen wir das hier einmal von der Szeneriegruppe entfernen. Und zu der hinzufügen. Nee, seht ihr, dann wollen die wieder da zusammenkommen.
Okay, ihr seid jetzt einzeln. Können wir euch jetzt hier hinzufügen? Möchte euch hinzufügen, ne? Warum ist das denn so kompliziert? So, die Gruppe. Dann diese Elemente müssen da einmal zu. Hier noch zweite weiße Platte. So. Das müsste jetzt ein Raum sein. Also eine Szeneriegruppe, ohne dass wir irgendwas anderes mit dabei haben. Sieht gut aus. Okay. Sehr schön, geschafft. Dann können wir das nämlich jetzt auch ganz entspannt auf die anderen Zimmer rüberschieben. Der Pfeil da nicht so rumspacken würde, aber so. Ja, hier müssen wir gucken, da muss dann halt der Vorhang weg. Der macht da dann nicht wirklich Sinn. Tut mir leid. So, wie wir das da dann am Ende noch regeln, ja, müssen wir mal gucken. Das können wir das rüber kopieren? Haben wir da relativ baugleich gearbeitet? Ich glaube ja, ne? Nein, haben wir nicht. Können wir aber noch. Liegen sich die Fenster vielleicht auch nicht ganz so exakt gegenüber? Wobei, das fand ich eigentlich ganz schön. Passt auf, wir schieben das erstmal hier rüber. Und dann umbauen können wir dann immer noch. Upsi. Entweder die Wände oder das Interieur hier. Ja, wir machen es erstmal so. Gut. Wie wir das da aber umbauen und dann auf den Raum kopieren, das gucken wir dann in der nächsten Folge. Dann brauchen wir auch nur noch die beiden Zimmer einrichten. Die Türschilder anbringen, so wie hier unten. Und dann ist die Etage von den Zimmern zumindest her schon mal fertig. Dann geht es nur noch um Dekorationen, genauso wie in der Etage darunter. Dach drauf und dann bin ich auch froh, wenn wir mit dem Hotel so langsam fertig werden. Das ist schon cool, aber so langsam hätte ich auch gerne ein Ende. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und Spaß gemacht. Und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.